Weil du siehst ihn. Anlocken können wir ihn nicht. Die können wir auch nicht ablenken. Also insofern geht's eigentlich nur hier, aber du siehst halt da auch schon wieder alles, nicht? Das ist. Also wahrscheinlich müssen wir uns hier einfach nur durchschleichen. Also. Hier hinten so bei den Kisten oder was? Können wir hier raufgehen? Nee, wa? Okay. Na gut, vielleicht raff ich es ja irgendwann nochmal. Dann müssen wir wahrscheinlich hier hinten lang. Tja, es ist kompliziert. Es ist kompliziert. We must show prudence. Mal, lass mich mal hier speichern. My love, watch over us. Wie soll das gehen? Naja. Also hier lang schleichen kann ich auch nicht, oder? On my way. Nein, nee. Okay, lang schleichen kann ich hier nicht. Welchen Weg hast du für uns vorgesehen hier? Hier hoch. Da lang. Hier können wir rübersteigen. Das ist schon der richtige Weg hier, aber da komme ich nicht hoch. Ja. Was übersehe ich, was übersehe ich, was übersehe ich? Let's go, everyone. I am always prepared. This is good. Ich kann hier natürlich jetzt nicht alle Mulmeln schon verballern, aber was anderes wird mir hier nicht übrig bleiben, oder? Aber. Oh, ist das. Das ist echt knifflig hier. Hier können wir nicht lang. Wir können also wirklich nur hier hoch. Ach, warte mal, können wir den umstoßen? Den können wir umstoßen. Nee, können wir den umstoßen? Just a moment. Ach. Let's get going. Nee, den können wir nicht umstoßen, oder? Nee, ich glaube nicht. Können wir uns da hinten in der Ecke verstecken? Das bringt mir aber nichts. Komme ich mich da nicht hoch? Willst du mich verscheißern hier? Ja, aber wenn ich den töte, sieht doch der Knilch da oben mich. Ablenken lässt er sich nicht, weil da ist du hast einen Strohhut auf. Die lassen sich auch alle nicht ablenken. Eigentlich lässt nur du dich ablenken. Ja. Aber wie hier? Ich bin echt da. Es ist echt so. Soll. Ah ja, da versucht mich hier, genau. Da versucht mich doch einer reinzulegen. Klein Schweinchen hier. So. Geht's hier hinten noch irgendwo hin? Können wir hier hinten noch irgendwo lang? Nee. Das heißt, wir können auch nicht hier irgendwo hin. Also wir können hier zwar wieder rauf, aber das bringt uns alles nichts. So.
Können ja schwimmen mit einigen Charakteren. Aber das bringt uns hier alles nichts. Nee, nee. Mal so. Okay. Das heißt, wir können eigentlich nur hier rein, über diesen Weg. Oder hier, wo wir halt schon waren. In die zweite Ebene, in den zweiten Ring können wir hier nicht rein. So. Wir haben halt auch keine Büsche. Versucht mich jemand reinzulegen, du Schweinepriester, du. So. Das Einzige, was sein kann, ist, dass wir uns halt hinter dem langschleichen sollen. Dafür brauchen wir aber. Können wir das? Das können wir nicht. Wenn wir hier in der Ecke sind, sieht er uns auch nicht. Aber du siehst uns, wenn du nämlich dahin drehst. Das verstehe ich nicht. Aber das ist wahrscheinlich. Also so ist es gedacht, oder? Also so soll es sein, dass wir dann uns hier lang schleichen. Dann hier oben. Also ich denke, dass das so gewollt ist. Also weil gib mir mal hier. So, jetzt müssen wir bloß noch das richtige Timing finden. Und er guckt ja da, aber er sieht uns dann in der Ecke nicht. Hier muss man aber sehr, sehr kompliziert denken. Okay, wir probieren es mal. Ja, toll. Okay. Jetzt haben wir zwei neue. Also das ist echt hier, das ist echt mehr als tricky. Kommen wir nicht lang. Okay, nee, nee, wir müssen uns hier echt vorbeisneaken, ey. Okay, wir speichern das Ganze nochmal. Das ist so der Sinn des Ganzen. Was ist, wenn du hier? Such a fine view. No one will notice. My hands are steady. Yes. Kannst ihn immer noch treffen, wa? Jetzt nicht mehr. So. So kannst du ihn immer noch treffen, ja? Speichern mal. Gucken. Ach, du bist doch so dämlich.
So, warte mal. Er sieht ihn. Ah, er sieht ihn, okay. Nee, nee, er sieht ihn, okay. Das hat auch keinen Sinn. Verstehe das auch alles gar nicht. Die lassen sich nicht ablenken. Ja, ja, wir müssen dann halt tatsächlich hier irgendwie die toten Winkel so ein bisschen ausnutzen. Wir können hier auch nirgendwo hin. Also vielleicht übersehe ich jetzt auch sowas Offensichtliches, aber ich glaube nicht. Also die Mission, die scheint schon sehr, sehr knackig zu sein hier. Okay. Aha. Ja, ist schon eine frustrierende Nummer hier, das muss ich schon sagen. Also, das ist echt hier. Das ist echt eine frustrierende Nummer. Siehst du, wenn der da hinten sich versteckt? Wie war hier nochmal? Das ist echt hier knüppelhart. Knüppelhart das Ganze. Du wirst ihn halt auch sehen. Naja. Ja, ich bin so ein bisschen mit meinem Latein am Ende, wie ihr vielleicht merkt. Also. Nicht? Die Blicke überkreuzen sich hier alle. Ja. Hier kann ich mich also nicht lang schleichen. Ja. Ja. Der bewacht die da oben. Alle beide. Sieht er die von da unten? Das ist echt gerade ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. Und bin fast dazu geneigt zu sagen, wir probieren hier die Dampfhammer-Methode aus. Also wir töten den mal. Du bist nicht. Ja, wir probieren die Dampfhammer-Methode mal aus. Denn es kommen ja hier also es kommen hier zwar natürlich 5 neue Gegner, allerdings, das sind halt keine Strohhüte, nicht? Wenn wir hier also irgendwie einen Strohhut ausschalten, dann finde ich das, es ist es wert. Ja, weil dann können wir uns hier halt auch ohne Probleme vorbeisneaken. Ja, dann müssen wir eigentlich nur noch auf den hier aufpassen. Ja. Jetzt haben wir natürlich nur noch einen so ein. Also ich finde, also die Mission ist schon am Anfang sehr, sehr komisch designt, wie ich finde. Aber wie gesagt, vielleicht sehe ich jetzt auch das Offensichtliche nicht. Also wir kommen ja. Wir kommen ja hier nicht durch, wenn ich es richtig sehe. Weil wenn wir durchkommen würden, könnten, dann. So, jetzt gehen die alle wieder auf ihre Posten. Wir gucken mal, was passiert hier. Wo geht ihr hin? So. Ich finde, das können wir in Kauf nehmen hier. Oder das, was heißt, das werden wir in Kauf nehmen. So. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo guckt er denn hier hin? Jetzt haben wir da 2, jetzt haben wir da 3 neue. Don't wait for me. You know what to do. Ja, das funktioniert halt auch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich speichere nochmal. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht mehr weiter. Also,
Ich weiß nicht, wie wir hier irgendwo reinkommen sollen. Hier hinten ist ja das große Schloss. Hier kommen wir auch nirgendwo rein. Also, dass man jetzt sagt, okay, wir können uns hier mit dem einen oder anderen irgendwo hinsneaken oder so. Das Ding kriegen wir auch nicht auf. Das bringt uns hier nichts. Wir kommen hier hoch, okay. Das ist herzlich ein Glühstrumpf. Und das hier bringt uns halt auch nichts. Ja. Das ist, ja, pff, keine Ahnung. Also, können wir denn hier auf der Mauer? Ach nee, auf dem Zaun können wir wahrscheinlich auch nicht spazieren gehen. Eigentlich, so ist das dann. Können wir da hinten lang halt irgendwie. Ja, aber, also ich meine, selbst hinter dieser Kiste sieht er uns ja. Also das ist ja so. Das ist ja das, was ich. Das verstehe ich nicht. Und ich meine, ihn jetzt hier halt blenden. Okay, das funktioniert so. Alles klar. Okay, dann ist das der Weg, der für uns vorgesehen ist. Alles klar. Naja. Das ist auch gleichzeitig. Also ich mache ja am Ende dieses. Am Ende dieser. Ich will nicht sagen Session, aber am Ende dieses ganzen. Wo kommst du ja da auch noch hin? Ich mache ja hier am Ende halt auch noch ein kleines Fazit, nicht? Das ist was, was ich. Was ist so. Also ich. Also die Missionen wirken alle super designt. Ja, das ist natürlich auch Fluch und Segen zugleich. Also es ist natürlich so wie hier. Auch schön, wenn man das knacken kann. Was ich hier nicht. Was ist das denn? Was ich hier natürlich nicht. Nee. Was ich hier natürlich bemängel, ist, dass es meist halt nur einen Weg gibt. Also wie hier. Das macht die ganze Sache natürlich sehr, sehr schwierig, weil man erstmal auch diesen Weg rausfinden muss. Je mehr Wege und Möglichkeiten es gibt, desto leichter wird es ja dann auch. Also es ist so ein kleiner Spagat, den die Entwickler hier machen müssen. Aber trotzdem, also ich bin. Also das zum Beispiel hier, also einen anderen Weg sehe ich nicht. Also vielleicht seht ihr irgendwie einen anderen Weg, ich sehe keinen hier. So. Okay. Ach, Mann. Ja, also was ich eigentlich damit sagen will, durch diese Konstruiertheit dieser Level, ja, was ja auch was positive und negative Aspekte hat, daneben ist es halt, wie soll ich es am besten ausdrücken? Also, es nimmt so ein bisschen die spielerische Freiheit weg, ja. Und, ach so. Und es sorgt, so wie hier gerade, für unheimliche Frustmomente. So, du kannst ja schon mal hin da. Boing. So, das heißt. Okay. So. Jetzt sind wir mit euch da. Okay. Ja, jetzt haben wir natürlich die falsche hier. Wir brauchen hier die Pfeife, damit wir den anlocken können. Und dann dahinter. Lass mich mal kurz speichern hier. Das schaffen wir jetzt nicht, glaube ich. Ja, doch, schaffen wir. Sehr schön. Okay, gut, dann sind wir also hier. Das heißt also, den können wir echt. Die Frage ist, können wir uns dahinter hinbewegen? Glaub ja, aber ich weiß es nicht. No use waiting. I am always prepared. It will be done.
Yeah, Mugen, das ist alles für dich. Okay, gut. Mal gucken, ob wir hier... Okay, du bist ja lange genug da oben. Und du? Okay. Willkommen. Wir kommen da gar nicht ran. Muss jetzt hier weiter durchschlagen. Ah ja, da kommen wir hin, okay. Da sollten wir sogar hinkommen. Okay. Nee. Okay, wir können die alle umgehen hier. Ah, jetzt habe ich ihn natürlich verpasst hier. Intruder! So, und zack. Ach Mann. Also das meine ich halt damit nicht. Okay. Sind wir da hinten sicher? Das ist die große Frage. Können wir dann noch schnell dahin laufen? Das ist die zweite große Frage. Man kann sich hier... Ja, das können wir. Okay. Das heißt... Sehr schön. Okay, gut. Wir haben ein bisschen gebraucht, um diese Mission hier zu durchschauen. Also den können wir ja, glaube ich, anlocken mit einer Pfeife, ohne dass hier irgendwer das... Nein, 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 nein. Lass mal speichern hier. Ach doch, er sieht es. Na ja, gut, okay. Wollen wir mal sehen, ob er das hört hier. Weil, wenn ja... Ja. Okay, das klappt auf jeden Fall. Aber es ist natürlich wieder Timing vonnöten. Wer hätte es gedacht, wer hätte es gedacht. Ja, das ist doch wieder hier eine Scheiße, ey. Entschuldigung, aber... Das geht doch wieder nicht hier. Ich glaube, das ist auch wieder mal so gar nicht gedacht, ey. Wir müssen das ganze Feld von... Derbst hinten aufräumen. Okay. Gehen wir erstmal hier hin. Ja, und ich... Kurz mal auf Toilette, ein kleines Break. Okay, da ist er wieder. Ja, wir sind also schon hier 40 Minuten am Werkeln und wir haben noch nichts gerissen. Wir haben echt noch nichts gerissen. Okay, was ist denn, wenn wir... Das geht...